Es ist Donnerstag, der 12. November. Ich begrüße euch herzlich zum neuen Tag mit Psalm 118, 22 bis 23. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und dann fahren wir noch weiter, Epheser 2, 19. Ihr seid Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Hier, wo ich stehe, war früher ein rutschiger, steiler, härtiger Abhang, wo vielleicht mit der Zeit wieder nach der Bauphase wäre Gras drüber gewachsen. Und ich habe mir gesagt, bevor ich hier ein bisschen Garten habe, muss ich auch terrassieren. Und dann habe ich angefangen, zuerst mit den Löffelsteinen, die man hier sieht. Das ist natürlich ein Gäbungsprinzip. Da kann man fast wie beim Lego einfach einen aufeinander tun. Und das hat auch gut und rutscht auch nicht. Und nachher bin ich am Schluss zur letzten Reihe gekommen. Und dort habe ich gemerkt, das geht nicht mit denen. Es braucht ein anderes System. Ich habe aber nur zwei grosse, sehr unpassende Naturkämpfe gehabt. Und habe gedacht, was mache ich jetzt mit denen? Wie könnte man mit denen irgendetwas Schlaues machen? Es hat sich dann so ergeben, dass ich gemerkt habe, die oberste Mauer, Stützmauer, Terrasse muss ich mit Natursteinen machen. Eben, zwei hatte ich schon gehabt, so unförmige. Und dann bin ich noch mehr geholt. Von diesen Kämpen, sagen wir auf Berndeutsch, das heisst Steine, im Geschiebe von der Aare, in den Kiesgruben, habe ich die dann holen. Und dann hatte ich die Auslegeordnung gehabt, und dann heisst es eben, wer kommt jetzt woher? Und dann hatte es immer den Gross gehabt, der nie gepasst hat, der, der keine parallelen Flächen hatte, wo alles schräg und krumm ist dran war. Und wie es so ist, wenn ich in grossen Schwierigkeiten war oder einfach in Entscheidungsprozessen bei meiner Bauerei, da habe ich in der Regel mir einfach auch Zeit genommen zum Gebet. Ich habe gebetet, Herr, wie soll ich das jetzt machen? Und plötzlich habe ich den Stein wieder gesehen, den grossen Kemp, den Auflad. Und dann hat es mir gedacht, das ist doch genau der für hier in die Ecke reinzupassen. Hat ja genau den Winkel auf die Abschrägung nachher, wie es dann weitergehen soll. Und so habe ich ihn gesetzt. Und seither, wenn ich dran vorbeilaufe, ist das immer der Stein, den ich weiss, der hat nie gepasst. Aber jetzt ist er hier schon in der Ecke, ist sehr massiv. Man sieht ihn gut, er hat ein bisschen alles zusammen. Und so ist es für mich jetzt ein bisschen ein Sinnbild von dem, was mit Eckstein angesprochen ist im Psalm 118. Unsere Welt ist ja auch eine abschüssige Baustelle. Es ist gar nicht so einfach, da drinnen zu bauen. Und die Baumeister haben sich seit dem Turm von Babel die Aufgabe immer ein bisschen einfach gemacht. Man hat sich nach Möglichkeit systematisiert, versimpelt. Schon dann hat man einfach viereckige Ziegel gemacht, alle schön gleich, dass alle schön zusammenpassen in einem System. Und noch heute tut man die Bausteine möglichst so zuhauen, dass sie viereckig, vierkantig sind. Und dann hat man keine Grübel damit, dann kann man einfach einen neben anderen beigeln. So wird mit Menschen umgegangen in dieser Welt, dass sie schön passen, schön systemkonform sind. Und trotzdem hat man bis jetzt nicht etwas bauen können, wo dann nachher die Zwistigkeiten zwischen den Völkern oder zwischen den diversen Klassen oder Kulturen oder Rassen hat können überbrücken können. Baustelle verkehrt immer wieder, es rutscht gäng wieder alles ab. Die Baustelle ist also gäng wieder verbröckelt, abrösmelt, abgerutscht, hat nicht verhauen. Und nachher ist der unbehauene Stein gekommen. Das ist der Stein, wo der Psalm 118 sagt, sie haben ihn weggeworfen, er hat nie gepasst. Jesus hat sich eben nicht in ein Schema pressen. Man hat ihm nicht die eigenen Mäss aufzwängen, wir hätten nicht können kompatibel machen, wir hätten nicht können viereckig machen. Er hat seine eigenen Kanten gehabt und darum ist er überall angeeckt. Es ist sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, ja, den Stein, den kann man überhaupt nicht brauchen, den muss man rauswerfen für eine Baustelle wie die, wo wir da dran sind, wo uns so heilig ist und wo so gut aussieht, ist der komplett unbrauchbar. Und trotzdem, nachdem er ihn fortgeworfen hat, war er gleich wieder da und war immer noch genauso unförmig, genauso wenig kompatibel mit dem Rest der damaligen Welt. Jesus hat den Menschen eben freie Entscheidung gegeben. Er hat ihnen Freiheit zugestanden. Er hat gesagt, lasst einander eure Individualität. Sogar
Dort, wo die Bosheit im Spiel war, hat er gesagt, wenn der eine den Mantel nimmt, dann lass ihn noch fordern, nicht noch zurück. Das ist natürlich nicht ein System, das man in dieser Welt so eins zu eins in allen Gesetzen anwenden kann. Aber wenn ihr mal schaut, wenn der Eckstein schon krumm ist, dann sind alle anderen Steine nachher eben auch individuell. Und so ist der Tempel, den Jesus baut mit lebendigen Menschen, eben viel mehr so ein Bild, wie man hier hat mit Natursteinen, wo jeder anders ist und sich gleich zusammenfügen, als das, was ich da vorher mit den Löffelsteinen gemacht habe, ist viel langweiliger. Wahrscheinlich hat der Pharisäer das lieber im Garten gehabt. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.